Hallo ihr Lieben, hier ist eure Dani. Ich zeichne heute mit euch ein kleines Rehkitz, weil ich letzte Woche krank war und kein einziges Video hochladen konnte. Aber heute geht es mir viel besser und ich habe richtig Lust zu zeichnen. Ich habe jetzt den Kopf vorgezeichnet. Dann mache ich das erste Ohr. Das läuft ein bisschen spitz aus, geht hier runter und ganz sanft hier den Kopf leicht andeuten. Dann haben wir hier Härchen im Ohr und es geht hier so hoch. Hier mache ich gern Härchen und hier geht auch das zweite hintere Ohr. Das ist auch leicht spitz. Dann machen wir die Nase vom Reh. Das ist so eine größere schwarze Nase. Und hier oben lasse ich einen kleinen Glanzpunkt. Und hier unten machen wir einen kleinen Mund. Unser Reh lächelt. Aber jetzt möchte es uns anschauen. Und deshalb machen wir hier ein schönes Auge. Hier kommen die Wimpern hinten. Hier so ein leichtes Lid andeuten. Und hier unten eine kleine Rundung. Und hier kommt die Iris. Die Pupille nicht ganz schwarz ausmalen. Hier grau. Und hier oben einen kleinen weißen Punkt lassen, damit das Auge glänzt. Und hier auch das zweite Auge andeuten. Das hätten wir nämlich vorher beinahe vergessen. Dann geht es hier weiter mit dem Hals und mit der Brust. Hier hinten, hinter dem Kopf, geht es weiter mit dem Hals und hier mit dem Rücken gleich. Rücken runter zum Po, dann kommt hinterm Po die Biegung vom hinteren Bein. Das läuft relativ spitz nach unten. Dann hier oben das Bein und hier unten auch nochmal relativ spitz hier für die Hufe. Dann haben wir das vordere Bein mit einem Knie und auch relativ spitz hier die Hufe und hier auch das zweite vordere Bein, das ist leicht angewinkelt. Hier ist meine Biegung nicht so schön geworden. Hier geht es mit dem Bauch weiter, bloß nicht zu dick. So ein Rehkitz ist ganz zart und hier auch das hintere zweite Bein. Hier machen wir ein süßes Schwänzchen und die schönen Punkte beim Reh. Jetzt könnt ihr euch so richtig austoben, könnt die Punkte verschieden groß machen und die bleiben dann später weiß, wenn man das Reh ausmalt. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht in die Punkte reinmalt. So, meine Kinder haben gerade zugesehen und sie wollen euch was wünschen. Viel Spaß zum Zeichnen. Beim Zeichnen. Beim Zeichnen. Eure Dani. Tschüss, bis bald.